Zweiter Halt unserer neuen Woche zum Bahnhof 1894 von André. Heute gibt's nicht nur Harmonie im Bahnhof, sondern auf dem Teller beim Essen. Harmonie, gute Laune, Happiness. Schauen wir mal. Zu schauen gibt's ja einiges. Diese Variante habe ich noch nie gemacht. Du bekommst die jetzt. Geht ganz oft in die Hose. So ähnlich sieht das auch die Konkurrenz. Also das ist wirklich zu bis. Das ist etwas, was ich jetzt nicht möchte. Hä? Natürlich wird es Auswirkungen haben auf die Punktzahl. In Rheinland-Pfalz gibt's mehr als guten Wein. Auch das Essen kann sich sehen lassen. Gestern hat Marco im Wallis 46 mit 30 Punkten gut vorgelegt. André will heute beweisen, dass bei ihm mehr Punkte aussteigen. Der Profi ist in Rohrbach unterwegs, eine Gemeinde im Kreis Südliche Weinstraße. So, ihr Lieben, und es geht wieder weiter. Jetzt kommt André dran. Ne? Cooler Typ. Der hat sich vor 7 Jahren hier in Rohrbach, und zwar am Bahnhof. Das ist ja lustig, schau mal, da ist es. Mit Team, hallo, guten Morgen. Als Designer hat er sich den Bahnhof geschnappt, ne? Also er ist kein Gastronom. Jetzt schauen wir mal, ob er sich das hier schön herdesignt hat. Ne? Auf jeden Fall, ich mag solche Gastronomie in Bahnhöfen. Ja, weil ich einfach neben einem Bahnhof groß geworden bin. Auf geht's. Nur bei der Gastronomie belässt es der gebürtige Pfälzer aber nicht. Wir befinden uns hier im Hotelrestaurant zum Bahnhof 1894. Okay, Hotel hat er auch noch dabei. Das ist schön, das passt doch gut. Die Idee, diesen Bahnhof umzubauen oder zu erwerben, war aus dem Gebäude selbst, weil keiner hat was damit getan. Es war wunderschön anzuschauen und irgendwann haben wir entschieden, gucken wir uns doch mal an. 17 Monate später war er fertig. Sehr cool, ja, so geht's, ne? Wenn man mal eine Idee hat und sich wo reinkniet, dann geht vieles. Geplant hat er ein eigenes Lokal nie, doch jetzt ist der Quereinsteiger hier rundum zufrieden. Dass ich kein gelernter Koch bin, ist eigentlich für mich gar nichts Negatives. Weil ich gehe ganz anders an die Sache wahrscheinlich dran. Also ich habe eine andere Perspektive. Ich verändere die Perspektive. Ich lerne auch jeden Tag und arbeite gerne mit Leuten, die vielleicht sogar definitiv mehr können wie ich. Und wieder was gelernt. Cool, cool, cool. Ja, und dass der jetzt irgendwie Designer ist, also ungelernter Koch und das... Das sind oft ganz, ganz pfiffige, gute Typen. André! Ja! Ich begrüße dich. Geht's vorne rein? Jo. Schauen wir mal. Ist ja auch ein geiles Ding. Ist das deiner hier? Ja, oder? Klar. Hi, wer ist denn jetzt hier wer? Ja. André, weiß ich. Frau? Lady first. Hi, ich bin Eva. Eva. Jetzt kommt André. André, hi, grüß dich. Freut mich. Da haben wir. Angela. Valeria. Valeria. Mireda. Also, das heißt Küchengarde, gell? Und draußen, ihr seid in der Verantwortung, den Service zu machen, oder? Schön, ich gehe zu dir. Ja. Komm, zeig's mir den Bahnhof. In dem können bis zu 75 Gäste Halt machen und bei Essen und Getränken entspannen. Fein, fein. Hat einen eigenen Charme da, eure Bahnhofsromantik hier. Gemütlich und auch ein bisschen zusammengesammelt, aber gezielt gesammelt. Hat einen Wohlfühlfaktor, hat eine eigene Handschrift. Ja, es ist klar, ein Designer ist am Werk. Also, ich muss die Geschichte aufgreifen. Was war dein Job? Ja, bei mir gibt's keine Grenzen. Also, ein Designer ist zweckorientiert. Da geht es nicht nur um schön, sondern es geht auch um Zweck. Und mein Job war 34 Jahre definitiv Häuserplan, Möbel, Schiff, okay. Gärten. Also sehr kreativ dann. Ist der Kochbuch ja letztendlich auch? Und da hast du dich ja genau in die richtige Ecke geschlagen. Ne? Ja, hast du ein bisschen reingekniet in die Gastro oder bist du so ein... Doch, die Gastro ist toll. Küche geht in welche Richtung? Französisch, Deutsch, ehrlich, bunt. Frisch. Alles, was wir uns wünschen, irgendwo zu essen, zu trinken, das machen wir hier eigentlich für unsere Gäste. Wir haben hauptsächlich saisonale Produkte und regionale Produkte. Neben André kümmern sich die Köchinnen-Azubinen Valeria und Mirela um die Gerichte. Und ab geht die Fahrt, die große wilde Fahrt. Und Mädels, Küche, Bahnhofshalle oder klein? Geht. Hallo. Und zwar richtig schön, ne? Toll. Also da ist jetzt nicht gekleckert worden, sondern eher geklotzt. Ne? Richtig gute, schöne, professionelle, moderne Küche. Chefe. Ja. Lachs. Hi. Gibt's. Lachs gibt's. Lachs gibt's. Hier. Kannst du gucken. So sieht's aus. Das ist aber schön hier. Machst du das immer, oder? Immer. Da kommt jetzt aber dann schon auch der Künstler, der Designer ein bisschen in ihm durch. Ich finde das super, wenn man sich so einen Ideengeber gezeichnet hat und so auch hinhängt und sagt, na, so habe ich es vor anzurichten. Püree, Jus, Schlacks. Alles klar. Also, ich bekomme ein Lachsfilet, gebraten oder pochiert? Nein, gebraten. Wo kriegst du das her, das Ding? Fischhändler. Fischhändler. Ganz klar. Okay.
Das Ding ist aber ganz schnell fertig, wenn wir mit dem starten. Sollen wir was anderes vorher machen oder willst du die Pfanne auch? Ich mache jetzt einfach mal den Kartoffelbrühe. Darf ich es nehmen? Ja. Also die blaue Kartoffel. Die blaue Kartoffel, genau. Da geben wir schönes Pfeffer ran. Mhm. Die blaue Kartoffel ist schon eine alte Sorte eigentlich im Ursprung. Ist mehlig, aber ich stehe nicht so drauf. Ich arbeite mit der gar nicht. Dafür der André. Neben Salz und Pfeffer fügt er ihr Muskat sowie geklärte Butter hinzu. Kommt noch Sahne oder Milch dazu oder lässt du es so pur? Nee, das machen wir jetzt in der Pfanne. Okay. In der Pfanne kommt noch ein bisschen Sahne dazu. Okay, das heißt, sowas hast du im à la carte Geschäft dann vorbereitet, oder? Richtig. Oh. Ah ja, okay. Das ist ja eine geile Farbe, ne? Wenn du es jetzt so siehst, denkst du, das ist ja... Schlumpfweiß. Ne? Schlumpfweiß ist auch geil. Okay, komm, ich gebe dir den Topf, oder? Beim Kochen braucht es Mikes Hilfe offenbar nicht. Dann stellt der Profi halt Fragen. Süßchen, darf ich wissen, wie du das gemacht hast? Ja, da haben wir jetzt eine zerlaufene Butter, dann kommt Mehl als Mehlspitze, dann kommt Weißwein rein, dann kommt Zitronensaft rein. Aber nicht ein? Salz, Pfeffer. Keinen Fischfond nicht? Fischfond, ganz wichtig. Okay. Selbstgemacht. Ja. Den haben wir hier. Da haben wir den Fischfond, wo man gemacht hat als letztes. Ja. Die kommt immer in kleine Düsen, drüber abfrieren, holen wir wieder frisch raus. Das ist klasse. Super, super. Was hast du denn da hinten noch? Was ist hier? Dann tun wir kurz den blanchierten Spargel ins warme Wasser. Okay, und ist das nur Wasser oder was ist da drin? Nee, das ist Spargelform. Ja, der ist aber schön dunkel. Wie ist der so dunkel? Erzähl mal. Reduzieren. Mhm, was hast du da drin? Da haben wir Lorbeer drin, wir haben Wacholder drin. Okay. Zucker ist drin. Mhm. Bisschen andere Art, finde ich gut. Ja? Weil normalerweise ist es ja so, dass der schon eher klassisch im Wasser mit Zucker und Zitrone gegart wird. Mhm. Gar nicht in dem Fond oder in dem Wasser mit Gewürzen. Das machst du anders, da kriegt der Spargel dann schöne Intensität, oder? Mehr Bumm. Na dann. Ich bin ja einer, der das Produkt schon noch im Vordergrund spüren will. Fürs Lachsfilet geht's im nächsten Schritt jedenfalls heiß her. Fisch nur auf der Haut, oder? Ja, du machst alles richtig. Das finde ich super. Die Haut hält nämlich ein bisschen was aus, Leute. Ne? Ja, die ist unglaublich. Die ist so ein Schutzpanzer. Und dann sieht man, wenn das Weiße so langsam hochzieht, dann gart er ganz langsam. Du brauchst ihn eigentlich nicht mal umdrehen. Ne? Das schaut zwar ein bisschen grob aus, ne, wenn man den Topf da drauf stellt, aber der ist ja sauber, ist ja völlig in Ordnung. Nee, ich glaube, das könnte was werden hier. Dann die Anrichtungsart und Weise sehe ich ja jetzt schon. Der Spargel wird nicht gebraten. Den nimmst du raus und richtest an, oder? Ja, nee, da kommt jetzt noch dazu. Vorher wird er in geklärter Butter mit etwas Puderzucker geschwenkt. Ah, der ist jetzt wirklich farblich natürlich nicht weiß-weiß, weil er in einem Fond ist mit eben den Gewürzen. Das ist schnell gemacht, ne? Würde ich sagen. À la minute. À la minute. So, was machen wir jetzt, wenn er à la minute sagt und gleich fertig ist? Weißweinempfehlung. So, wir gehen schon mal raus. Okay. Lange muss Mike nicht auf seinen Teller warten. Und? Ja, schaut doch nett aus. Ne? Also ich bleib dabei, ich bin nicht so der blaue oder lila Kartoffelfreund. Das ist eine Farbe, die mich beim Essen irgendwie bringt, mich die ein bisschen durcheinander. Aber komm, das blende ich aus. Es ist schön angerichtet, da gibt's jetzt gar nichts. Oh, der ist aber gut. Jetzt schauen wir, wie ich das auseinanderziehen kann, das Ding. Ganz toll. Die Haut ist gut. Ist knusprig, gleich in Ordnung. Beim Spargel muss ich sagen, würde ich gar nichts ändern. Der ist toll. Hat einen guten Biss, super. Und auch dieser Würzsud, man schmeckt auch drin. Also der Spargel hat Geschmack. Ist gut. Und einen Eigencharakter ist der kriegt da. Püree, das ist ein Hauch runterwürzt. Das ist wirklich so. Salz fehlt. Püree mehr würzen, absolut kein Problem. Das bisschen Salz haben wir noch. Das glaube ich auch. Ein bisschen Salz haben wir noch. Und sonst? Ja, Soße wie im Schwabenland, gell? Wasser. Das ist eine Beurre Blanc. Sehr, sehr klassisch und die sehr gut ist. Mhm. Aber sie schmeckt gut. Mhm. Okay? Es ist ein Standardspruch schon von mir, schon bald. Aber das mache ich nicht, um euch zu ärgern. Servier eine Soße extra, weil den Teller wird es ja zerstören, wenn noch mehr Soße raufkommt. Ne? Von der Optik jetzt. Ne? Und wir machen das auch. Entweder machen wir es mit einer Sauciere und dann ist gut. Ja. Tipp annehmen. Umsetzen und dann. Ich bin begeistert. Der Designer kann kochen, ne? Und das erst seit 7 Monaten, ne? Ach, ernsthaft? Was heißt das denn jetzt seit 7 Monaten? Ihr seid 7 Jahre hier. Ja. Hast du dich jetzt vertan mit 7 Jahren oder 7 Monaten? Nein. Nein. Wir hatten bisher immer unsere Küchenchefs eingestellt.
fest angestellt und seit 7 Monaten koche ich. Kocht André. Und die Mädels natürlich. Das ist toll. Also das heißt aber, dass du die letzten Jahre sehr aufmerksam hier in deinem Betrieb warst, was das Kochen angeht. Ja. Weil ich wette, dass man das, also ich glaube nicht, dass man das von jedem so erwarten kann nach 7 Monaten. Der hat einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Die Leidenschaft für den Gastro war ja eh schon immer da und auch sicherlich fürs Kochen. Gut so, ne? Also du hast auch genug umdekoriert in deinem Leben. Mach du mal Tellersprache, ne? Schön. Viel Spaß im Wettbewerb. Komm, stoß mal an, ja. Oder? Ja. Die Dame zuerst. Vielen Dank fürs Feedback. Danke, nein, das ist gut. Das Feedback, das brauche ich ja. Na, vor allem mit ihm zu arbeiten, ist doch mal toll. Also was gibt's Geileres? Für Mike ist die kulinarische Zwischenstation hier beendet. Ich bin irgendwie total überrascht. Ich weiß auch nicht, wie dieses Kreative, was dieser Mann einfach mitbringt, ne, für diesen Beruf, ist ja also ideal. Ne? Schau mal, die Zeichnung, wie er einen Teller anrichtet. Ne? Das ist wie ein gelernter Koch, der schon 30 Jahre am Herd steht. Ne? Der hat richtig alles aufgesaugt, also richtig gut. Und das, was ich gesagt habe, Leute, das war auch keine Kritik. Ein bisschen Salz, ein bisschen mehr Soße, mehr hatte ich eigentlich nicht. Garpunkt top. Das ist hier ein Überraschungskandidat. Ich wette drum. Ne? Jetzt warten wir mal ab, die Woche fängt ja erst an. Aber trotzdem ist mein Gefühl, dass hier noch richtig was kommt.